Nach nunmehr 15 Jahren im Weltcup, 265 Starts in Einzelspringen, 5 Weltcupsiegen, Goldmedaillen mit dem Team bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften sowie 2 Einzelmedaillen bei Skiflug-Weltmeisterschaften beendete Martin Koch kürzlich seine eindrucksvolle Karriere. Die Stadt Villach ehrte ihren Überflieger nun im Bambergsaal des ehemaligen Parkhotels. Alle Freunde des nordischen Skisports, Fans und Sportbegeisterte sowie Freunde unseres Überfliegers ließen sich diese sportliche Veranstaltung nicht entgehen. Ein lachendes Auge, weil ein großer Sohn der Stadt erfolgreich war. Und ein weinendes Auge, weil er heute nicht zugesagt hat für den Villacher Nachwuchs. Aber er hat schon gesagt, er wird für unsere Jugend Zeit haben. Und wir haben ja über den SVV ein tolles Nachwuchskontingent an jungen Leuten. Ich bin überzeugt davon, in der Alpenarena sind alle Beteiligten auf einem guten Weg. Martin Koch ist nur wenige hundert Meter von der Villacher Alpenarena aufgewachsen. Von hier aus hat er die Schanzen der Welt erobert. Er gilt als der erfolgreichste Villacher Sportler aller Zeiten. Natürlich der Olympiasieg in Torino und die Skiflug-WM in Vikersund. Das waren sportlich gesehen meine Highlights. Ich mache jetzt mein Studium einmal weiter und fertig. Und sonst schaue ich einmal. Ich möchte einmal nichts planen, einmal einen Sommer frei haben und das Leben einmal genießen. Der nächste größte Wunsch wäre es, wenn er irgendwas weiterhin für die Skispringer im Nachwuchsbereich tun darf, weil sowas ist ein richtiges Vorbild. Martin Koch. Er blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, ist aber nicht nur sportlich ein Superstar. Er ist immer bodenständig und dankbar geblieben. Ein Charakterzug, der ihn zu einem absoluten Sympathieträger werden ließ. Es wird irgendwann wieder einmal jemand nachfolgen, aber in der Form wird es sehr schwer sein, einen Martin Koch zu ersetzen. Ja, es ist schon ein bisschen Wehmut dabei, wie ich da im Planitz unten gestanden bin und der Freund hat zu mir gesagt, du, jetzt fängst du ihn das letzte Mal ab, vor 25 Jahren das erste Mal und jetzt das letzte Mal. Wir in Turin, Olympiasieger waren es mit der Mannschaft und alle anderen, also die drei anderen, haben den Blumenstrauß in die Menge geworfen und der Martin hat ihn mir mit nach Hause gebracht. Vorbildwirkung, einfach das zu sehen, wie geht er mit einem Erfolg um, wie geht er mit der Niederlage um. Und im Sportlerleben ist es leider so, dass du öfters verlierst, wie es gewinnst. Der Martin ist einfach ein richtiger Kumpel. Also ich habe ihn gern. Dass er immer noch am Boden geblieben ist und ganz normal mit den Menschen redet und nicht so wie gewisse andere Sportler.